Hä? Hä? Nee, die dreckigen. Nein. Nein. Wer hat die da drauf? Wer hat die denn im Band? Ich dachte Permaband. Mann, auf die Korrupten, ey. Ich meine, auf die Richter ist ja heutzutage auch kein Verlass mehr. Ja, auf die Korrupten. Ey, was habt ihr den Admins bezahlt, damit die euch auslassen? Das ist ja krank. Ja, da wurde das... Permanent hieß es eigentlich. Entweder willst du noch erzählen, was jetzt passiert? Wir haben ja mit den Admins gesprochen. Wisst ihr schon, was passiert, Freunde? Nee. Ihr werdet alle gehen vom Server, egal wie viele Herzen ihr habt. Auf Wiedersehen, Gabunden. Das war's. Das habt ihr das letzte Mal auch gesagt. Ja, und dann wurdet ihr gebannt. Ihr pusht ja nur rum jetzt hier wieder. Ihr riskiert hier gerade einen zweiten Bann. Warum seid ihr überhaupt auf dem Server? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das check ich auch nicht. Warte, ich schreib kurz mit dem Admin. Warte mal kurz. Und in 3, 2... Nein, der blufft. Der blufft. Tschüss, Eddie, tschüss, Junge, nur weil du Projektleitung bist, kannst du hier nicht solche Blöffe abziehen. Nicht mal, wie der Bann-Command funktioniert. Ich sag ehrlich, weiß der auch nicht. Naja, okay, um ehrlich zu sein, wir gehen in Berufung heute tatsächlich. Berufung? Wo hast du das denn gelesen? Das haben wir locker in die Kommentare geschrieben. Also so, ja, nur weil du Jura studiert hast, heißt nicht, dass du besser bist. Junge, nur weil du einen 200-Euro-Anzug hast, heißt auch nicht, dass du besser bist. Ey, Jabin, ich hab das Geld vergessen, Bro, ich hab das Oh mein Gott, ist das schlecht. Also, wir haben heute eine Berufung, Ben, ne? Also, heute reden wir. Ja, okay, dann verliert ihr halt nochmal auf die Berufung, ist ja kein Problem. Ja. Ja, wir werden diesmal 100%ig gewinnen, meine Ja Freunde. Gut, es gibt halt einen Richter, ne, der wieder im Dienst ist. Das ist halt Kian. Da könnt ihr halt auch viel, also wünsche ich euch viel Glück auf jeden Fall. Kian. Ja, ich mach ihm mal die zweite Sitzung beginnt sofort. Da ist er nämlich. Ja, der wird euch so auseinandernehmen wieder, weil der steht nämlich für Gerechtigkeit. Diesmal sitze ich aber neben dem Richter. Habt ihr überhaupt irgendwas vorzuweisen? Einen Anwalt? Ja. Wir brauchen noch keine Vorbereitung. Wir rufen jetzt kurz hier drüber. Warte mal, lass kurz bereden, Gabo. Ja, kurz für was bereden. Ben, ruf deine alten Jurakollegen an. Ja, aber die sind doch nicht bei Minecraft Helden. Ja, aber die können doch kurz auf Telefonbasis. Wir müssen mit dem ab, ich bin in die Ampelkrieger zu kommen und die nervigen Aldi-Krieger, der hat die zu den Aldi-Kriegern gemacht. Aldi ist krank, wirklich. Aldi ist respektlos, aber auch ein bisschen wahr. Weg, Ente, belausche uns nicht. Ja, wir haben keinen Anwalt. Wer ist denn on? Kian ist Richter, Ente und Yami sind Kriminelle. Es bleibt Elinas. Und Elina als Richter? Okay, doch, safe. Du hast uns schon so viel mit so Jura-Quatsch vollgelabert, die weiß Bescheid. Hast du einen Moment Zeit? Wir brauchen deine Guck mal, da ist so eine Kakerlake an der Sonst Fassade. Sonst gehen wir in Hubs. Ey, das ist die ekligste Kakerlake auch. Beleidigung, Junge, das ist Belauschung, das ist Spionage. Ente, ab im Teich mit dir. Das ist hochgradig illegal. Komm, Ente, lass schon mal reingehen. Weißt das Ente später mit Brotkrümeln abwerfen. Zivilisierte Lügner sind wir. Ich hol kurz was, Gambo. Ich habe eine Geheimwaffe. Mit mir ist heute nicht zu spaßen, Gambo. Weißt du, was ich hier in der Hand halte? Was? Ich habe die originale McDonald's Süß-Sauer-Soße. Und die wird heute verwendet für Ente Süß-Sauer. Mit der originalen McDonald's-Soße, Junge. Hat Elina geantwortet? Okay, worum geht's? Okay, ich habe Elina mal geschrieben, dass wir schnell... Ah, ist er doch, Elina! Sehr gute Mineralien drin. Alter, was geht? Wir brauchen den Anwalt. Bist du ready? Ganz, ganz dringend. Ganz dringend. Leute, ich war noch nie so bereit. Oh, ich war noch nie so bereit wie heute. Ich war noch nie so bereit. Du kennst ja den Fall. Du warst ja Protokoll. Eine Minute? Aber du hast schon eine Zulassung, oder? Ja, hier. Sag mal, aber wie... Ja. Ist das deine Visitenkarte? Ja, Papier, meine Zulassung, Papier, mein Zeugnis. Ehrlich? Mhm. Ja, okay, gut, dann vertraue ich dir mal. Okay, dann, ja, du musst uns vertreten. Ja, bitte sorg dafür, dass wir nicht gebannt werden. Das wäre korrekt auf jeden Fall. Das wird nicht okay, perfekt. Passieren. Perfekt, ich kann das. Was dauert das so lange hier Wir sind doch schon da. Ja, Schnauze da drüben. Beleidigung. Mann, ich will, dass wir Seiten tauschen. Ich will nicht wieder auf derselben Seite sind. Abgelehnt? Okay, schade. Ich meinte nicht sie, ich meinte gerade Ente. Banks, was wollten Sie gerade? Ich würde gerne die Seiten tauschen, tatsächlich. Aber natürlich dürfen Sie das. Oh, super, danke schön. Wir hatten mal eine schönere Aussicht. Und wir haben ja auch drei Stühle. Genau, wir haben nämlich den echten Anwalt. Ja. Dann setze ich mich mal auch hier zur rechten Seite. Allerechte. So. Okay, gut. Dann sind wir hier angekommen zur zweiten Sitzung, die Sie angefordert haben. Und wir wollen das Ganze gar nicht lange machen. Ich bitte
jetzt die Verteidiger zu sprechen. Das bedeutet, wer ist denn bei euch der Verteidiger, Banks? Ich! Das ist Dr. Ich Elina. Ich bin Awesome Anwalt. Der beste Anwalt in Minecraft Helden. Oha. Awesome Anwalt, dann will ich sofort, dass wir mit Ihnen starten. Sie können gerne sich zu der Sache äußern. Aber allerdings. Wollen Sie die andere Seite nicht vorstellen? Ey, mit Zirkel! Nur die rechte Seite, ja? Also, Elina. Keine Sorge. Es ist wichtig, dass Sie wissen, ey, noch ein weitere Sache und dann ist das Gericht vorbei. Hier ist ein Fisch. So. Sie müssen die Wahrheit sagen, es steht Ihnen frei, sich zu der Sache zu äußern. Allerdings sind Sie nach § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Haben Sie diese Belehrung verstanden? Ja. Dann können Sie anfangen. Willkommen. Du Lusche. Hey. Hey, du Ekliger. Elina, lass dir so viel Zeit, wie du brauchst. Gar kein Problem. Okay. Ich bin hier, um Partei zu ergreifen für meine Mandanten Herrn Gambo und Herrn Banks. Ja. Die Anti-Helden wurden beschuldigt, zwei wunderschöne Statuen auf der Mittel... Der Richter hat ein Bambus-Mikrofon benötigt, dann ist doppelt beim Richter abgelehnt. Ja, das stimmt. Man hört ein Echo bei dir, Kian. Meine Stimme ist so laut und durchdringend, das bildet sich ein. Mein Kopf war zu nah am Mikrofon. Das passiert auch den besten Richtern, machen Sie sich nichts raus. Und professionelles Verhalten. Euer Ehren, ich möchte betonen, dass meine beiden Mandanten Opfer einer schrecklichen Kriminalität geworden sind. Nämlich Angriff auf der neutralen Insel. Richtig. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das hat gar keinen Wert, der Name. Hey! Yo, hey! Wir haben wenigstens einen Anwalt. Hey, die zählt auf uns! Hey! Euer Anwalt hat euch für einen Dia komplett verkauft beim letzten Mal. Hey. Du hast ihn bestochen, hä? Ja, und wenn der so billig ist, das ist doch nicht meine Schuld. Mr. Yami, ich bitte Sie, sich wirklich hinzusetzen und sich nicht weiter zu bewegen und einfach abzuwarten, okay? Haben Sie das verstanden? Ja, ich trinke mein Wasser. Dankeschön. Mhm. Alles klar, Elina, fahren Sie bitte fort. Meine Mandanten behaupten, Sie sind unschuldig. Das stimmt. Nee, wir sind unschuldig, wir behaupten das nicht nur. Ja, das stimmt, for real. Das ist echt, Mann. Und ich beantrage, dass wir... Abgelehnt. Die Klage Berufung muss abgelehnt werden. Die Berufung muss abgelehnt werden. Okay. Stark. Das ist Ihr letztes Wort. Ja, und 64 Dias für beide. Oh, ja. Boah, ja. Jetzt wollt ihr, da wurde gekocht. Gibt euch die Hand, ihr nehmt den ganzen Arm. Ich will den Anzug von Yami haben. Okay. Und der Anzug. Der Anzug auch noch. Ja, ich will den Anzug. Nein, auf keinen Fall. Yami, setzen Sie sich hin. Okay, Elina, sind Sie damit fertig? Eine Sache möchte ich noch sagen. Aber natürlich. Ich möchte sagen, dass alle hier Anwesenden ein Like und Abo da lassen müssen. Fühle ich aber auch ein bisschen. Und damit drop the mic! Also, Herr Richter, eine Sache. Ich weiß nicht, Gambo, ob wir da das richtig entschieden haben. Krass. Aber Like und Abo hört sich gut an. Okay, danke. Okay, vielen Dank. Das war wirklich das einzig Gute, was du bis jetzt in den letzten Tagen gemacht hast. So, ja. Dann machen wir natürlich jetzt weiter. Und zwar wollen wir die andere Seite auch hören. Und damit meine ich nicht euch, sondern die Beschuldigten. Stark. Gut. Deshalb bitte ich Banks oder Gambo, sie dürfen sich natürlich auch. Gambo, du darfst gerne den Vortritt. Und gerne nochmal ihre Perspektive zu äußern. Jetzt fängt er an, wieder fake zu heulen. Was? Hey! Lassen Sie sich Zeit, gar kein Problem. Lassen Sie sich in der Tasche, keine Sorge. Endlich schießt die gleiche Kopf. Hey, was? Also, Leute, ich habe euch ja letztes Mal schon erklärt und es ist wirklich sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen, dass die Statuen, die wir über 8 Stunden in einem Sabaton aufgebaut haben, wirklich bodenlos. Sabaton? Komplett gehopst worden sind. Gambo, definieren Sie bitte Sabaton. Ich verstehe nicht, über was Sie sprechen. Achso, wir waren in einem Livestream und deswegen und die Community hat uns da sehr geholfen. Und Sie haben 8 Stunden dafür gearbeitet? 8 Stunden, 8,5 sogar. Weil wir mussten alles farmen mit unseren Händen, altmodisch. Keine Maschinen verwendet, nur Fäuste. Okay, und haben das ganze Ding aus dem Boden gestampft und das wurde kaltblütig in einer Sekunde weggesprengt. Von den Aldi-Helden. Das war mindestens eine Minute, das kann gar nicht sein. Genau. Eine Minute? Ey, zugegeben! Nein, wir haben es nicht zugegeben, wir haben es gesehen. Er hat es gerade zugegeben. Haben Sie das gehört?
Das ist krank. Herr Richter, ist das crazy. Ah, Gommel ist da. Das trifft sich doch ganz gut. Der war doch Zeuge. Ich muss Gommel holen. Euer Ehren, wir plädieren auf Pause, weil wir unseren Zeugen holen sollen. Wir haben einen neuen Kronzeugen. Gut, ja. Dann werden wir jetzt eine kurze Pause machen. Dann sehen wir uns hier spätestens in 5 Minuten wieder. Die Toiletten befinden sich vorne links. Eine Sache und sonst würde ich noch sagen. Ja. Bitte, eine Sache würde ich doch... Ey, du ekliger Junge! Nee, du bist der ekligste aller Ekligen. Schieß sie mit dem Bogen! Die Spülente die Toilette runter. Ich schütte jetzt meine Süß-Sauersoße hier. Jetzt ist Ente fällig. Der kommt jetzt auf den Grill. Pack die Soße aus, Ben, schnell! Ich hab die doch schon in der Hand gehabt. Ich hab die hier ready, steht auf dem Schreibtisch. Stark! Ewo hat mir 7 Ladungen Süß-Sauer gekauft. Leute, wo ist Gomme? Wo ist Gomme? Ja, ich hab ihn geschrieben, der muss jetzt kommen hier. Wir brauchen den. Regina, das ist komm ja alles sehr bisher, ich weiß nicht, was hier dein Plan ist, aber das ist... Ich wusste, wieder immer nur Beschwerden. Da bin ich mal Anwalt und du hast nie deine Anwaltsstelle. Und ich bin echter Anwalt, hab dafür jahrelang gebuckelt und dann wird sich hier wieder nur beklagt. Was soll ich machen, ey? Ich hab so darauf gehofft, dass Elina sich im ersten Satz verspricht. Elina nicht, pass aber auf, Elina, du bist Anwalt, da verlierst du deine Lizenz. Ich hab nur geguckt. Ich schieß in die Luft. Pass auf, ihr könnt sterben. Warte, ich kann Lippen lesen. Chill, ich kann Lippen lesen. Oh mein Gott. Da ist Gomme, der läuft wie ein NPC dahin. Gomme. Falsche Richtung. Gomme, falsche Richtung. Das sind die Feinde, falsche Richtung. Schnell, komm mit. Die wollen dich schmieren. Komm mit, Gomme. Nicht mit denen reden, ey. Nicht mit den Aldi-Helden reden. Zeugenschutzprogramm. Auf gar keinen Fall. Gomme sagt jetzt gegen euch aus. Wir machen einen Gomme sagt. Ich war gerade überlegen, ob ich euch auffliegen lasse hier. Ich war am überlegen gerade, ob ich euch alle auffliegen lasse, weil es gab schon einen Gerichtstermin. Gomme, du kannst uns... Hey, weg da, nicht belauschen. Du kannst uns nicht auffliegen lassen, du bist Komplize. Ich wurde hintergangen. Ja, du bist Komplize, da verlierst du alles. Meine Aussage wurde nicht ernst genommen. Aber jetzt kannst du machen. Gomme jetzt steckt dir in der Patsche oder was? Was ist hier gerade los? Jetzt braucht ihr meine Aussage. Ja, okay. Was, aber worum geht's jetzt? Geht's doch um unsere Statuen? Es geht um die Berufung der ersten Entscheidung. Die wurden jetzt erstmal entbannt, damit sie jetzt hier vor Gericht wieder ihre Lügenstories erzählen können. Und ja, es steht gerade aus, ob die jetzt wieder gebannt werden oder das Ganze den Krachen geht. Gomme, die wollen mich bannen lassen. Ben, kannst du mir 3 Diamanten geben? Dann bin ich auf eurer Boah, Seite. Boah, nö. Mann, ey, ich möchte auch mal den Ben einmal machen. Ich hab gar keine Dias mit, außer ich bin komplett gebroke hier. Oh Mann, ey, okay, ja, eigentlich bin ich ja bereit für so eine Aussage. Ich bin bereit, Leute, ich mach das. Ja, okay. Komme, hier spricht dein Gewissen, sag die Wahrheit. Sein Gewissen hört sich einfach an wie ein Aldi-Held. Endlich der Gerichtstermin, endlich. Ey, ich fass es nicht, wirklich. Wo sitze ich hier? Auf der Zeugenbank. Oha, okay. Können wir fortfahren? Ja. Ich möchte auch jetzt was sagen. So, ja, genau. Abgelehnt. Wer ist das überhaupt? Zuerst begrüße ich Sie zum zweiten Teil unserer Verhandlung hier. Und hier haben wir einen neuen, der im Zeug... Ey, was war das? Der hat die Katze ins Gerichtssaal gelassen. Ja, da drüben sind doch auch 2 Ratten im Gerichtssaal. Oh mein Gott! Hört mir zu! Ruhe im Gerichtssaal, Ruhe! Eine Sache möchte ich da sagen. Abgelehnt. Setzen Sie sich auf Ihre Plätze. Abgelehnt. Da muss auch mal ein Ordnungsgeld hier verhängt werden. Ein Diamant. Definitiv. Also, Sie können sich jetzt zu der Sache äußern. Allerdings sind Sie verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Haben Sie das verstanden? Natürlich. Dann bitte ich Sie, fahren Sie fort. Die da vorne, die sind schuldig, kann ich nur sagen, die sind schuldig. Ihr habt unsere Statuen gesprengt. Wir waren komplett hilflos in der Situation. Es war ein schöner sonniger Tag. Ich stand bei meinen Statuen, war gerade am Bauen. Plötzlich höre ich Entes Stimme aus der Entfernung angelaufen. Komm, ich gehe vor die Tür, denke mir so, was ist los? Was ist gerade passiert? Und sehe nur, wie sie angestürmt kommen. Und irgendwie mit TNT in der Hand. Sie haben nicht wirklich viel mit mir geredet, sind einfach auf mich zu, haben mich geschlagen. Ich habe versucht, mich zu verteidigen mit Bogen, mit allem, was ich hatte, aber sie waren zu zweit und haben sofort TNT platziert und haben dann auch schon darauf geschossen mit ihrem Flammenbogen.
und alles in die Luft gejagt. Ich bin wirklich mega traurig immer noch darüber, dass die Statuen so zerstört wurden und weine jede Nacht darüber. Sie weinen jede Nacht? Ja, genau. Ja. Das Einspruch, euer Ehren. Das ist ganz schlimm gewesen. Ich möchte, du bist nicht mal Anwalt. Verurteilt werden. Und ich fordere 72 Stunden Bann. Boah, ja. Boah, stark. Mhm, wie ein Löwe gesagt, gesprochen, ja. Alter. Gomme sagt 72 Stunden Bann. Hey, mach den Bogen weg. Gomme, nimm den Gut. Bogen runter. Ihr werdet sowas von gebannt. Nimmt jetzt erstmal alle die Bogen Ihr werdet sowas von runter. Gebannt. In meinem Gerichtssaal. In meinem Gerichtssaal wird nicht gekämpft. Habt ihr das alle verstanden? Entschuldigung. So. Entschuldigung. An die Ampelkrieger. Beziehungsweise auch an Elina Banks und alle anderen, Hallo. Die rechts sitzen. Habt ihr noch etwas zu sagen? Nein. Also, du bist Anwalt. Sorry. Ach so. Haben wir was zu sagen? Nee, haben wir nicht. Was ich sagen soll. Hey. Ich musste mich doch besprechen, ich muss doch Rücksprache halten mit meinen Mandanten. Genau. Verrottetes Fleisch? Yami, das stinkt. Pack das Stinkefleisch da weg. Du stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Yami, oh, stinkt. Das hast du nicht gemacht. Weißt du was? Was? 4:0. Du Ekliger! Wie kann man so eklig sein? Ich gesagt. Im Civil War bist du der Erste, der weggehauen wird. Okay, dann gehen wir zu den Aldi-Kriegern. Aldi-Helden! Aldi-Helden, was auch immer ihr seid, für mich seid ihr einfach Aldis. Also, möchtet ihr euch zu der Sache äußern? Natürlich. Okay, dann noch nicht. Habt ihr jetzt noch was zu sagen? Nee. Nein. Nein. Alles klar. Gut. Dann Yami, ich bitte dich nach vorne zu kommen. Ja, denn ich vertrete heute Ente und mich, Herr Jurastudent. Kein Geld für einen Anwalt gehabt, oder was? Ist alles für den billigen Anzug draufgegangen. Ja, Mann. Noch ein letztes Mal in die Augen, ne? Yami, ich bitte Sie, sich nach vorne hinzusetzen und anzufangen. Aber sag jetzt die Wahrheit! Herr Richter, da ich der Anwalt bin, vertrete ich mich selber, deswegen, spreche ich abgelehnt! Hier, nein, Spaß, machen Sie. Let's go, machen Sie. So, meine Damen und Herren, ich habe hier krasse Beweise, ich finde das ein bisschen unfair, was hier gerade passiert. Ich stelle mich auf den Tisch. Das darf ich ja, oder Herr Richter? Nein, dürfen Sie nicht. Setzen Sie sich hin. Dann stehe ich hier. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe etwas Kleines vorbereitet, denn ich habe Beweise. Und die möchte ich euch gerne im Discord zeigen über eine Übertragung, Herr Richter. Halten Sie aber trotzdem den Mindestabstand zu den anderen Spielern. Haben Sie das verstanden? Ja, ich rede sogar von hier, wenn es nötig wäre. Nee, bleiben Sie ruhig hier, aber gehen Sie nicht genau vor den Gesichtern der Spieler. Das dann möchte bitte ich nicht alle sehen. Teilnehmer hier einmal in Discord zu kommen. Ne? Okay. Ja, natürlich. Klar, das möchte ich sehen. Ne, dann starte ich mal. Ne? Machen Sie. Willkommen zu meiner Präsentation. Leute, es gibt genug Beweise. Herr Richter, Ben, Gambo. Alles nicht richtig war, was hier im Gericht passiert ist. Beweis Nummer 1, das Video von Ben. Man sieht hier eindeutig, dass Ben, Gambo, Ryan und Gomme unsere Skins benutzt haben, um das zu faken. Hier ein Einspieler. Ben macht den Skin von Yami rein, Gambo macht den Skin von Ente rein. Wir haben ja keine Name-Tags. Das ist AI! Hier so auf Spionagemäßig hin und Spionage? So. Und vielleicht, komm, du kannst ja vielleicht die hier. Man sieht doch, wie das ruckelt und so. Ja, das ist gefaked, das ist AI. Das ist gefaked. Ben hat niemals so einen schlechten PC. Genau. Ich meine, es muss ja nicht komplett kaputt gesprengt werden, aber ich kann euch so mit TNT ausrüsten. Ihr könnt dann so viel platzieren, wie ihr es für richtig haltet. Vielleicht nur 1, 2, vielleicht 5. Unser zweiter Beweis ist, dass leider die Ampelkrieger gemeinsame Sache mit Alphastein gemacht haben und ihn bestochen haben. So wie das gesamte Gericht. Und das Letzte, was ich dazu sagen kann, ist, dass, ja, naja, der Beweis ist hier. Sehen Sie das? Ja, das ist Gambo. Aber wenn wir reinzoomen, dann sehen wir den Alpha-Clan-Banner. Junge, nein, Gambo, du bist ein Alpha-Clan-Mitglied? Oha. So, das war meine Präsi. Also der scheut ja wirklich vor nichts zurück. Stottern Sie, der Herr. So, und Herr Richter, dazu möchte ich noch eine Sache sagen. Ben, Gomme, Gambo und Ryan sind schuldig. Genau, alle schuldig. Ryan steht hier gar nicht vor Gericht. Ich bitte Sie, setzen sich jetzt beide hin. Das war's von mir. Noch eine Sache. Nee, Junge, das muss jetzt mal ein Ordnungsgeld verhängt werden. Das kann doch nicht so weitergehen hier. Wir kommen jetzt zum Schluss des Gerichtes. Hey, Yami. Hey. Da war noch Schnodder dran. Ja, ganz richtig.
Elina, sag doch was, mach doch was. Ja, warte, ich muss so kurz überlegen, Mann. Meine Damen und Herren, das ist Ihre Chance, noch was zu sagen. Ich will was sagen. Okay. So. Bevor Sie was sagen, alle hier Anwesenden sollen wissen, dass ich hiernach mein Urteil habe, okay? Let's go. Kein Druck, Elina. Euer Ehren, ich bin mir sicher, dass dieser Videobeweis gefaked ist. Man kann deutlich eine Bearbeitung erkennen. Kein Minecraft-Spieler kann sich vor einem Papierhintergrund stellen. Das ist unmöglich. Die Videos waren eindeutig bearbeitet mit AI-generierten Inhalten. Lassen Sie mir diesen Einspruch, Euer Ehren. Nur diesen einen. Bitte. Yami? Diesen ich muss Ihnen wirklich sagen, weil ich sie gar nicht mag, sage ich natürlich abgelehnt. geben Sie sich einen Ruck. Applaus. Seien Sie fair. Einen letzten Einspruch. Dann sage ich nichts mehr. Alles klar, abgelehnt. Doch, nein, bitte, bitte. Er hat dann gesagt, dann sagt er nichts mehr. Bitte geben Sie ihm dein Ding. Okay, Ding Yami, das ist Ihre Chance, abgelehnt. Elina, okay, Sie können reden, Sie können reden. Nein, 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 ist okay. Wenn jetzt Yami nicht mehr spricht. Ich darf ja. Er darf. Jetzt darfst du. Aber danach sprichst du nicht mehr. Aber 10 Sekunden. Danach spreche ich auch gar kein Wort mehr. 10 Sekunden, die Zeit tickt. Tick-Tack. Okay. Ich schneide die Videos von Benson und hab den Beweis bei mir liegen. Rohaufnahmen. Damit verstößt du gegen das Arbeitsschutzgesetz. Das ist komplett. Und gegen das Datenschutz. Und gegen die Verzichtserklärung, die du unterschrieben hast. Lüge! Okay. Okay, er darf ja jetzt nichts mehr sagen. Ich sag noch eine Sache, Euer Ehren. Jetzt habe ich den ultimativen Beweis. Und zwar, sollte Yami diese Tat begangen haben und widerspricht er mir jetzt nicht, dann habe ich recht. Schachmatt! Ha, sag was! Sag was! Sag was zu deiner Verteidigung! Ha? Sag was! Sag was, Yami! Du hast nicht recht. Er sagt was, er lügt! Er lügt! Er lügt wie gedruckt! Sehen Sie, wie er lügt! Er hat gesagt, er sagt kein Wort mehr und dann sagt er doch okay, was! Okay, Ruhe im Saal! Wir erteilen jetzt ein Urteil. Ich bitte Sie, Elina. Herr Richter, gucken Sie mal da draußen. Da kommen die Anti-Helden, die wollen das Gericht stürmen. Oh. Weg, Gabo, schnell weg, hau ab, Alter, das ist unsere Chance. Oh mein Gott, 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 Junge. Das gibt doch Bann, ey. Nö. Ich hab keine Hände am Berg, Gabo, ich hab keine. Ich bin arm. Der verkauft mich. Ist das krank. Der hat mich so verkauft. Ich bin einwillig. Junge, der wollte uns bannen, Junge. Lina hat komplett reingeschissen, ey. Mann, ey, hätten wir nicht irgendjemanden... Junge, ich bleib nicht stehen, Gabo, ich zisch ab, Alter. Oh Mann, ey, was war das denn? Wir können hier auf ihn warten kurz. Ja, aber das Problem ist, Gambo, wir können vielleicht vor dem Urteil wegrennen, aber vor dem Bann können wir nicht wegrennen. Ja, aber dafür müssten die erstmal die Admins ranholen. Ja, genau, die sind ja bestochen. Die sind ja nicht. Dann mach mal zwei Überweisungen über 1000 Euro fertig. Warum muss ich deine auch machen? Ben, du weißt schon, wir sind doch, du weißt, Appelkrieger. Yeah. Ja, das Wegrennen hat bei den. Hör, ist hier eine Base? Alter, ich hab hier was, Gambo. Vielleicht finden wir jetzt eine Base, oder? So, da runter. Ja, scheiße. Nur Müll. Das wäre jetzt lustig gewesen, aber auch. Was machen wir denn jetzt? Können die uns auch bannen, wenn wir uns ausloggen? Ja, Bann ist ein Befehl. Da können wir uns nicht vor beschützen. Ich nehme keine Befehle an. Okay, da wird auch gewonnen. Ja, ja, wir können jetzt eigentlich nur hier stehen bleiben und uns unserem Schicksal ergeben, sage ich mal. Mugi! Ey, meine Mugi-Maus! Was machst du denn hier? Kann der jetzt nicht einfach wie ein NPC stehen und tschüss, Ben? Tschüss, Ben. Hä? Tschüss, Gomme? Hä? Gomme wird auch gebannt? Hä? Hä? Bye, bye? Was passiert jetzt denn? Tschö, bleib weg. Ja, Amir, den knall ich sowieso mal weg. Der Ekliger. Der hat eine ganz schöne große Klappe immer. Bye, Benny, bye, Gambo. Der nennt dich einfach Benny. Das krank. Darf nur ich. Das wirklich, das ist kriminell. Wir gehen sicher. Nee. Nein, der wurde nicht wirklich gebannt. Oh, er ist gequittet, während er geredet hat. Scheiße, ich glaube, ich bin der Nächste, Leute. Das ist hier, glaube ich, ich hoffe, ich wurde noch 24 Stunden gebannt. Fairerweise muss ich natürlich auch sagen, haben wir es ja auch verdient, sage ich mal. Aber das war es mir wert. Die waren länger gebannt als 24 Stunden. Das nehme ich, Leute. Das war es mir wert, die Aktion. Es hat zumindest dank den korrupten Richter bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Aber noch ist nichts passiert. Vielleicht bleibe ich ja sogar. Hä? Ach, ich dachte, das ist jemand mit der Lytra umgekehrt. Ich dachte, jetzt kommt der Admin mit der Lytra angeflogen und bannt mich oder so. Was passiert jetzt denn jetzt hier, ey? Wirst du auch gebannt? Ich glaube,
Gambo wurde nach dem verlorenen Prozess aus dem Reich verbannt. Gerechtigkeit hat gesiegt. Oh mein Gott. Guten Tag, das ist ja komplett krank. Serverurteil gefällt. Banks, zitterst du? Da hat's mich auch erwischt. Oh, nee, egal. Es ist bestimmt noch 24 Stunden, oder? Ich habe ja das Urteil nicht gehört. Aber Kian wird uns niemals mehr gegeben haben. Never ever. Der war korrupt bis in seine Fingerspitzen. Der wird uns maximal noch 24 Stunden gegeben haben. Das heißt, morgen sind wir eh wieder ready, Leute. Morgen sind wir wieder ready. Das ist egal. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, Leute. Passt schon. Das war es mir wert, ich sag ehrlich. Naja, Leute, das war es dann jetzt erstmal mit Held. Ich kann erst wieder 24 Stunden aufnehmen. Also, aber für euch sollte es eigentlich keinen Unterschied machen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.